Oryx könnte überall auf dem Grabschiff sein. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir ihn finden. Doch wir haben keine Zeit. Die Kabale waren jedoch lange genug dort, um echte Infos zu sammeln. Der Weg zu Oryx liegt auf ihrem Schiff. Kabale stehen noch. Mehrere Überlebende. Überleben ist eine temporäre Kondition. Kämpfe dich durch sie durch und gelange in ihr Schiff. Kämpft so hart darum, ein abgestürztes Schiff zu beschützen. Das ist keine Absturzstelle, das ist ein Brückenkopf. Der einzige Weg, diese Türen zu öffnen, ist, Verstärkung zu schicken. Locke sie hinaus. Ich glaube, du hast ihre Aufmerksamkeit errungen. Wenn sich diese Türen öffnen, ist die Hölle los. Kämpf dich durch.
Zavala, wir sind drin. Was steht jetzt an? Das Kabalprotokoll besagt, jedes Schiff, das abstürzt, in die Luft zu jagen. Wenn sie das nach so langer Zeit nicht getan haben, dann muss das die Operationsbasis sein. Sie suchen etwas auf dem Grabschiff. Finde heraus, was sie über Oryx wissen. Oh, sehr gut. Ein Terminal befindet sich in der Nähe. Das sollte haben, wonach wir suchen. Die Kabale haben Oryx aufgespürt. Er wird im Zentrum des Grabschiffes beschützt und kann nur durch etwas, das Riss genannt wird, erreicht werden.
Muss sich um eine Art Portal handeln. Haben die Kabale eins gefunden? Eins ihrer Teams ist gerade auf dem Weg dorthin. Dann schlage ich vor, dass du zuerst dort sein wirst. Wir haben das Kabal-Team, das zum Riss wollte, gefunden. Sie sind in der Minderheit gegen die Besessenen. Vergiss das Sprichwort, der Feind meines Feindes. Wenn sich etwas zwischen dich und den Riss stellt, räum es beiseite. Wir können nicht länger standhalten. Oryx hat gerade einen Centurio rekrutiert. Er soll sich nehmen, was er will. Er wird nicht mehr lange genug existieren, dass es einen Unterschied macht. Das muss der Riss sein. Aris, was haben Sie als nächstes vor? Tolan sprach von Statuen, die die Schar zur Navigation der Risse benutzt. Wir werden nach ihnen Ausschau halten.
Mal sehen, ob sie noch aktiv ist. Sie ist mit dem Riss verbunden, aber ich habe keine Ahnung, wie die Schar sie kontrolliert. Versuchen wir es mit einer anderen Statue. Ja, die Statuen kontrollieren, wohin die Risse führen. Sie könnten uns zu Oryx befördern. Es ist tot. Doch am Riss geht etwas vor sich. Der Riss öffnet sich. Die Leibeigenen werden dein Licht ersticken. Unterschätze sie nicht so, wie Talo es tat. Vergiss die Leibeigenen, du musst durch den Riss durch.
Ich denke nicht, dass wir diesen Weg nehmen. Dann ist es also wahr. Nur die Aszendenten sind in der Lage, einen Riss zu öffnen. Etwas Aszendentes tritt gerade hindurch. Der Riss ist geschlossen. Er öffnet sich nur für einen der Aszendentenschar. Wie kommen wir dann an Oryx heran? Verwandle dich in deinen Feind. Werde zu einem Aszendenten. Wir kümmern uns darum, Hüter. Gehe zurück zum Turm, wenn du kannst.